Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir uns kurz mit Interfaces beschäftigen und warum man diese Dinge überhaupt benutzt. So, und zwar, Interfaces werden tatsächlich meistens mit Interface abgekürzt. Einfach Interface schreiben und schon ist alles gut. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir nennen das Ding Bildungsinstanz. Das soll jetzt nichts mit irgendwie Programmierinstanz oder sowas zu tun haben, sondern es geht wirklich um Instanzen an sich, also um staatliche Bildungsinstitute von mir aus. Wir haben ja nicht überall jetzt hier eine tatsächliche Schule, sondern zum Beispiel eine Volkshochschule, auch wenn sie Schule heißt, verhält sich komplett anders wie eine Schule. Man geht nicht in eine Klasse, man kommt nicht jedes Jahr wieder, sondern man hat einen Kurs und dann ist man fertig. Oder zum Beispiel auch YouTube oder sowas ist auch eine Bildungsinstanz, eher als eine Schule, weil ihr seid ja nicht verpflichtet, irgendwie zu mir zu kommen. Ihr könnt ein einzelnes Video gucken und dann könnt ihr schon wieder gehen oder sowas. Das hat alles absolut unterschiedliche Eigenschaften wie von einer Schule zum Beispiel. Aber, wir haben das trotzdem so behandelt, aber jetzt wollen wir gerade kurz eine Unterscheidung machen, und zwar eine Bildungsinstanz und dann eine Schule. So, und was wir jetzt hier in ein Interface reinpacken, das ist einfach nur Public Function Void neuer Schüler. Das ist die Methode, die sich hier irgendwie überall durchzieht. So, und ich mache jetzt hier bewusst das Semikolon hin. Das bedeutet, ich habe hier nur einen Methodenkopf. Ich habe keinen Methodenrumpf. Das ist der große Trick an der Sache. Interfaces sammeln einfach nur Methoden, die dann später auf jeden Fall zur Verfügung sein müssen. Und was ich dann in der richtigen Klasse drin haben muss, ist hier eben in der Class Schule, muss ich implement Bildungsinstanz schreiben. So, und zu was zwingt mich das jetzt? Das sagt zu mir, hey, du musst auf jeden Fall jede einzelne dieser Methoden, die du hier oben definiert hast, musst du auch als normale Methode bei dir anbieten. Also das heißt, die Klasse Schule muss auf jeden Fall eine Public Function Void namens neuer Schüler mit keinen Parametern haben. Das muss alles genau so hier sein, nur dass jetzt hier unsere Klasse den Rumpf, also den Code tatsächlich, den die Methode ausführt, zur Verfügung stellen muss. Warum würde ich so einen kompletten Bullshit machen? Warum würde ich mich selber zu irgendwas zwingen? Ganz einfach. Wir haben jetzt hier, also Achtung, nochmal ganz kurz eine extra Anmerkung. Dadurch, dass diese Dinger hier abstrakt sind, das sind abstrakte Methoden, so nennt sich das, weil wir ja keinen Rumpf hier haben, sondern nur den Kopf. Und dadurch, dass die Dinge abstrakt sind, kann ich jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich erstelle mir jetzt hier eine Bildungsinstanz. A ist gleich New Bildungsinstanz, bla bla bla. Das geht nicht, weil wenn ich dann sagen würde, A. Ich scroll mal kurz ein bisschen tiefer. Und wir haben ja jetzt hier die neuer Schüler Methode. Neuer Schüler, Klammer, Klammer, Semikolon. So, und was würde jetzt passieren? Naja, wir würden versuchen, die Methode neuer Schüler aufzurufen. Aber die hat keinen Code. Das ist schlecht. Wir würden also nichts erreichen. Wir könnten nichts ausführen, obwohl es eigentlich eine Methode ist, die Code haben muss. Und deswegen kann man von Interfaces keine Instanzen erzeugen. Man kann nur von Interfaces erben. Die sind einzig und allein dazu da, um von diesen Interfaces geerbt zu werden. Ja, und dieses Implement Bildungsinstanz zwingt mich jetzt dazu, diese neue Schüler hier zu haben. Und was ich jetzt damit machen kann, ist Folgendes. Ich kann einfach sagen, hey, vielleicht ist jetzt YouTube eben keine Schule, sondern eine Webseite. Und diese Webseite implementiert gleichzeitig auch Bildungsinstanz. Das heißt, wir haben hier Class Website implements Bildungsinstanz. So, und eine Klasse kann ich jetzt wieder instanziieren. Sie muss nur auf jeden Fall diese Methode haben. In unserem Fall kann ich jetzt hier einfach so hergehen und sagen, okay, das ist jetzt von mir aus dieselbe. Normalerweise kann ich hier aber natürlich auch komplett anderen Code schreiben. Ich versuche das jetzt mal hier deutlich zu machen, dass es nicht derselbe sein muss, indem ich hier einfach plus gleich einschreibe. Es ist zwar immer noch dasselbe, aber ja, im Endeffekt wollen wir das jetzt einfach mal so stehen lassen. Okay, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auch Webseiten zu erstellen. Dann sage ich jetzt hier einfach mal Website. YouTube ist gleich New Website. Und wir machen hier einfach nur mal so. Wir machen das jetzt einfach nur mal so. Okay,
Und jetzt habe ich die Möglichkeit, also die haben ja überhaupt keine Beziehung, diese Klasse Schule und die Klasse Webseite, außer eben diesem Interface hier. So, aber jetzt kann ich immer noch genau dasselbe machen wie vorher, und zwar kann ich mir jetzt mein Array erzeugen oder meine Liste oder was auch immer. Kann ich jetzt einfach hergehen und sagen, Bildungsinstanz, ich hätte ein kürzeres Wort nehmen sollen, eckige Klammern und dann eben mein Array oder so ist gleich. So, und jetzt habe ich ja überall diese Funktion von Bildungsinstanz implementiert. Das heißt, in Schule ist sie drin. Dadurch ist sie auch automatisch ins Gymnasium reingeerbt worden, auch wenn wir es nicht wissen, aber Gymnasium kann das jetzt trotzdem auch, logischerweise. Hatten wir ja schon gemerkt, wir hatten sogar hier schon überschrieben. Und die Klasse Website, die hat auch unsere Bildungsinstanz implementiert. Das heißt, sie hat auch diese Funktion. Und dadurch kann ich jetzt hier wieder ein Array an Bildungsinstanzen erstellen. Das geht jetzt, das ist nach oben gecastet wieder mal. Und da kommt jetzt rein zum Beispiel G, zum Beispiel YouTube und zum Beispiel eine Schule. Und jetzt kann ich die, obwohl sie eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben, kann ich trotzdem hier durchlaufen und auf jedem davon auch durch meine Zählvariable sozusagen, also vor Bildungsinstanz I in mein Array, kann ich jetzt hier einfach sagen i.neuer Schüler und fertig. So funktioniert das im Prinzip und das ist natürlich sehr, sehr nützlich, weil ich jetzt einfach meine Unterklassen zwingen kann, genau eine Funktion zu benutzen und zu haben, aber ich muss nicht hier oben schon sagen, wie diese neue Schülerfunktion aussieht, denn zum Beispiel das Abonnieren funktioniert ja komplett anders als das Einschreiben in eine Schule oder sowas. Das wäre jetzt nur ein Beispiel davon. Natürlich, hier werden Interfaces auch ganz gerne mal missbraucht und man möchte einfach sagen, okay, ich habe jetzt die und die und die, aber normalerweise sollte man wirklich schauen, dass man für ein Interface nicht allzu viele Methoden hat. Also meistens wird tatsächlich nur zu einer Methode pro Interface geraten und ja, das ist schon irgendwie verrückt, dass man hier tatsächlich sozusagen eigenen Typen für jede Funktion, für jede Methode hat, die man später irgendwie so benutzen möchte. Aber es wird tatsächlich so gemacht und es hat auch seine Gründe, wie wir noch sehen werden. Gut, das war's von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!